Pixar Cars 2. World Grand Prix. Hallo Rennsportfreunde und willkommen in Tokio, Japan. Die Straßen dieser Hightech-Stadt sind der erste Austragungsort für das erste der drei sagenhaften World Grand Prix-Rennen. Die schnellsten Flitzer der Welt sind hier Spaniens Miguel Camino, Roman Pedalski aus der Republik Bremswegia und Max Schnell aus Deutschland. Aber eigentlich geht es hier um die beiden Rivalen Lightning McQueen aus den USA und den italienischen Superstar Francesco Bernoulli. Nach Tokio gehen die Flitzer in Porto Corsa in Italien und schließlich in London, England an den Start. Alle drei World Grand Prix Standorte zeichnen sich durch gerade Strecken, anspruchsvolle Kurvenkombinationen und Geländestrecken aus. Um diese aufreibenden Strecken durchzustehen, brausen die Teilnehmer des World Grand Prix natürlich mit Alinol. Dieser neue umweltfreundliche Treibstoff wurde von dem ehemaligen Ölbaron Miles Axelrod erfunden. Das ist wirklich ein historischer Moment. Die Rennwagen sind auf der Piste. Nun kommt das Startsignal und schon sind sie weg. Lightning und Francesco kämpfen Kopf an Kopf, aber Francesco hängt seinen Konkurrenten ab. Jetzt die Geländestrecke. Oh, Francesco kommt in Schleudern, aber nicht Lightning. Er rast weiter und übernimmt die Führung. Nun erreichen die Rennwagen die Regenbogenbrücke. Schwarzer Rauch kommt aus Miguel Camino. Sieht so aus, als wäre sein Motor hinüber. Warte mal eine Minute. Jetzt raucht auch der Motor von Roman Pedalski. Er schlingert und verliert die Kontrolle. Weiter vorne sind Lightning und Francesco weiter an der Spitze. Aber was ist denn das? Lightning fährt an die Bande und gibt Francesco die Chance, die er braucht. Francesco überholt Lightning von rechts und gewinnt! Oh, Lightning sieht nicht gerade glücklich aus. Kann das mit rechten Dingen zugehen? Lightning McQueen hat seine Führungsposition einfach so abgegeben. Das gab's ja wohl noch nie in der Renngeschichte. Und was ist mit diesen Motorpannen? Liegt es etwa an Alinol? Noch mehr Nervenkitzel gibt es, wenn das zweite Rennen losgeht. Hier sind wir im wunderhübschen italienischen Städtchen Porto Corsa an der Riviera, wo das zweite Rennen des World Grand Prix stattfindet. Lightning McQueen muss sich ganz schön anstrengen, wenn er hier gewinnen will. Er ist immer noch dabei, die Schlappe in Tokio zu verdauen. Und es scheint, dass Lightnings Freund Hook nicht in seinem Team ist. Auf der Piste geht die italienische Legende Francesco Bernoulli in Position. Und hier kommt Lightning McQueen. Wartet mal, das ist ungewöhnlich. Die beiden Konkurrenten tauschen einige Worte an der Startlinie aus. Es fehlen nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Die Menge bäumt sich auf. Hört nur diese Motoren dröhnen. Die Startanzeige schaltet auf grün und die Wagen schießen los. Die Gruppe fährt durch die Straßen von Porto Corsa. Oh! Carla Veloso hat einen Motorschaden und kracht zusammen. Nun raucht es bei dem japanischen Shu Todoroki. Er kracht in Miguel Camino. Und eine dritte Explosion kommt aus dem Motor von Max Schnell. Raul Sarul und Roman Pedalski prallen direkt in ihn hinein.
Gott sei Dank, Lightning und Francesco liegen weit vor dieser schrecklichen Massenkarambolage. Sie rasen auf die Ziellinie hin. Es wird immer knapper, aber Lightning siegt. Was für ein Rennen, was für ein Ende. Lightning McQueen gleicht den Punktestand mit Francesco Bernoulli aus. Und immer mehr wird darüber gemunkelt, dass Alinol an den Motorschäden schuld ist. Bleibt dran, Leute. Nun kommt das Endrennen in London. Willkommen in London zum letzten Rennen des World Grand Prix. Trotz der ansteigenden Kontroversen um Alinol plant Lightning McQueen, der Sieger aus Porto Corsa, heute mit dem alternativen Treibstoff anzutreten. Aber was ist das? Es gibt irgendwelche Probleme in Lightning McQueens Box. Es scheint, als sei Lightnings Freund Hook zurück. Und beide verlassen die Box ziemlich schnell. Das ist merkwürdig. Lightning kuppelt sich an Hook an. Haltet durch, Leute. Nun nehmen Lightning McQueen und Hook an einer Verfolgungsjagd mit Hochgeschwindigkeit in den Straßen von London teil. Wow! Hook und Lightning fetzen durch den Himmel. Sie nehmen direkten Kurs auf Buckingham Palace. Es scheint, als habe Hook herausgefunden, was hinter diesen ganzen zerstörten Wagen steckt. Die Pannen waren Teil eines niederträchtigen Plans. Leute, Hook hat den Tag gerettet. Und das ist noch nicht alles. Die Königin von England hält eine ganz besondere Auszeichnung für Hook bereit. Die Ritterwürde. Was für ein unerwartetes Ende für diesen World Grand Prix. Was steht als nächstes für Sir Hook, Lightning und unsere anderen Rennwagen an? Bleibt dran! Willkommen zurück, Rennfreunde! Wir befinden uns in dem eindrucksvollen Radiator Springs, Heimatort und Hauptquartier von Lightning McQueen. Alle internationalen Rennwagen sind hier, um am Radiator Springs Grand Prix teilzunehmen. Die Ampeln der Stadt stehen auf grün und das Rennen geht los. Ein für alle Male werden wir erfahren, welches Auto das schnellste der Welt ist. Hier stehen dir 4 Autos zur Auswahl. Wähle jetzt mit der Maus dir ein Auto aus. Ja, das Rennen beginnt gleich. Du musst jetzt ein Auto auswählen. Los, wähl ein Auto aus. Und dann geht's los. Juppie!